Ja, grüß euch Freunde bei Wolfsbike und Tour TV. Als Ganzjahresfahrer habe ich mir natürlich mit den Jahren schon so ein Zwiebelprinzip für die kalte Jahreszeit angeeignet und das bleibt einem einfach nicht erspart, wenn es draußen richtig frisch ist. Ich habe da jetzt zum Beispiel ein Leica-Shirt an und dann kommen dann je nach Witterung die verschiedensten Schichten drüber. Das ist eh ganz praktisch, weil man sich dann auch, wenn es dann doch nicht so kalt ist, nur wieder eine Schicht nach der anderen ausziehen kann. Mel, kannst du mal kurz nachschauen, was für eine Temperatur wir heute haben? Ja, klar. 2 Grad. Oh, 2 Grad, das heißt, da geht noch eine Schicht, bevor wir uns die Motorradjacke anziehen. So schaut es dann in etwa aus, wenn der Wolf dann in seinen Companiero reingleitet, wenn ich im Winter unterwegs bin. Aber das geht auch einfacher. Das kann man auch ohne dem Zwiebelprinzip machen. Nehmen wir das ganze Zeug wieder aus und schlupfen wir in diese Jacke. Das ist die beheizbare Motorradjacke von Kais. Und wie die funktioniert, wie sich die in den letzten Wochen und Monaten bei mir im Praxistest geschlagen hat, genauso wie auch die dazugehörigen beheizbaren Handschuhe, das erfahrt ihr in meinem Video. Ja, frieren am Motorrad ist im Jahr 2022 wirklich nicht mehr notwendig. Da gibt es schon einiges am Markt und ich habe mir die beheizbare Bekleidung von Kais angeschaut. Und zwar konkret die Jacke 501 und die Handschuhe G701. Unter der Jacke brauchst du praktisch nur mehr ein eng anliegendes Leica-Shirt tragen, am besten ein langärmeliges. Und sonst nichts, ganz egal wie kalt das ist. Ich war da selber vorher ein bisschen skeptisch, wie das dann ist bei 0 Grad oder bei Minustemperaturen, aber glaubt mir, in der stärksten Heizstufe kommst du da immer noch ins Schwitzen, selbst bei Minusgraden. Angeschlossen wird die Geschichte an die Motorradbatterie, da ist also ein Kabel dabei, das schließt man einfach an die Batterie an und lässt dann unter dem Sitz das Kabel vorstehen, je nachdem, ob man auch gerne mal stehend fährt, so wie ich, oder ob man nur im Sitzen fährt, wird man die Länge, die dann raussteht, wählen. Also wenn es nur im Sitzen fährst, dann reicht dieses kleine Stückerl, das raussteht. Wenn man auch im Stehen fährt, dann sollte man ein bisschen mehr rausstehen lassen, so wie ich das mache bei meinen Motorrädern. Und das wird dann einfach hier angeschlossen, hier bei der Jacke unten geht das Kabel raus und in dem Moment, wo man es anschließt, leuchtet dann das zur Kontrolle kurz auf. Das ist das Steuergerät und das lässt einfach unter der Motorradjacke raushängen und kannst du dann in 3 verschiedenen Heizstufen einstellen. Und ich muss sagen, also selbst wenn man nur ein dünnes Shirt drunter anhat und dann halt eine Motorradjacke noch drüber, ist die niedrigste Stufe auf alle Fälle bis zu, sage ich jetzt mal, 5, 6 Grad oder je nach Empfindlichkeit vielleicht auch bis zu 10 Grad absolut ausreichend. Die mittlere Stufe würde ich einmal sagen, so zwischen 5 und 0 Grad absolut ausreichend. Und die heißeste Stufe, die brauchst du dann wirklich nur mehr bei Minusgraden. Ich meine, es ist natürlich so, dass jeder anders ist, dass jeder anders kälteempfindlich ist, aber mir war die stärkste Stufe definitiv bei plus 1, 2 Grad zu stark, also zu warm. Und das Coole an dieser Jacke ist, dass sie 13 verschiedene Heizelemente hat und durch die Carbon-Mikrofasern die Wärme weitergeleitet wird. Also das heißt, du hast wirklich ein gleichmäßig angenehmes Gefühl. Du hast im Kragen Heizelemente, das heißt, der Kragen ist beheizt, die Ärmel sind beheizt und dadurch ist da als ein Ganzer wirklich rundum warm. Das ist der große Unterschied zu den Heizwesten, die es auch gibt. Die sind ärmellos, aber die bringen meiner Meinung nach fürs Motorradfahren nicht so viel, weil du ja dann trotzdem einen Pullover drunter brauchst. Weil wenn du nur so ein dünnes Shirt unten anhast,
dann wird es da in den Ärmeln kalt. Das ist eine ganz normale Geschichte. Jeder von euch, der schon im Winter gefahren ist und zu wenig angehabt hat, wird das kennen, dass einen da ordentlich dann auch reinzieht, dass einen da wirklich kalt wird. Und das fällt eben mit dieser Jacke weg, die da wirklich rundum heizt. Also die hast an und es wird da rundherum wohlig warm. Es wird da, wie gesagt, oft sogar zu warm. Also das kann man aber natürlich dann gut regulieren. Findet dann jeder für sich die richtige Einstellung. Bei mir war es, wie gesagt, fast immer nur Low oder Medium und die wärmste Stufe habe ich so gut wie nicht gebraucht in dem Winter. Die Verarbeitungsqualität, da kann ich überhaupt nichts sagen, die ist meiner Meinung nach wirklich top. Und was mir auch sehr taugt, ist das Case auf die Heizelemente, die da drinnen sind, also diese 13 Heizelemente, die da drinnen in der Jacke eingebaut sind, auf die lebenslange Garantie gibt. Also wenn da irgendwas defekt wird, wenn da irgendwas nimmer mehr funktionieren sollte, einfach einschicken und das wird ausgetauscht. Natürlich nicht auf den Stoff und andere Dinge, wenn man die abnützt mit der Zeit, das ist logisch, da kann man keine lebenslange Garantie geben. Die Jacke, finde ich, ist auch fest genug, um sie so zu tragen, eine recht coole Freizeitjacke. Von der Größe würde ich euch empfehlen, sie eher ein bisschen knapp bemessen zu nehmen. Also ich würde mir jetzt im Nachhinein vielleicht um eine Größe kleiner nehmen, weil du ja bedenken musst, du hast das Ganze unter der Motorradjacke an, du musst da jetzt noch eine Jacke drüber ziehen und je enger das anliegt, desto weniger musst du unter die Jacke kriegen. Bei mir geht sich das ganz gut aus bei meinen Jacken, aber ich sage jetzt, nehmt die Jacke nicht zu groß, nehmt es wirklich gut passend. Es ist sehr auf der Website von Kaiser ganz eine gute Größentabelle angegeben, messt euch das genau aus. Und schaut, dass sie auf gar keinen Fall zu groß ist. Also so geht's bei mir, das passt, das ist okay, aber größer dürfte es bei mir jetzt nicht mehr sein. Dadurch, dass die Jacke mit den 13 Heizelementen doch ordentlich Strom saugt, wird sie ausschließlich über die Motorradbatterie betrieben. Mit einem Akku, wie ich den da habe, geht das nur ganz, ganz kurz. Also das ist sicher nicht allalong ratsam. Ich war da zuerst ein bisschen skeptisch, ob ich mir da wirklich das anstecken will und so, ob das nicht ein Problem sein kann, aber in der Praxis war das überhaupt kein Problem. Ich habe auch das eine oder andere Mal drauf vergessen beim Absteigen und da geht das einfach raus. Da passiert nichts. Wenn ihr das Kabel gescheit unter den Sitz eingeklemmt habt, also so, dass nicht das Kabel dann irgendwie locker sitzt, dass vielleicht dann da gezogen wird, dann ist überhaupt kein Problem, wenn das gescheit eingeklemmt ist, wenn das hält, dann zieht sich das von alleine raus und da passiert überhaupt nichts. Gut, jetzt ist uns schon einmal am Oberkörper wohlig warm, aber nicht jeder hat Heizgriffe auf seinem Motorrad und da sind beheizbare Handschuhe die Lösung. Ich habe mir die genommen, die man auch ohne Jacke und ohne Batterieanschluss verwenden kann, also die man mit extra Akkus verwenden kann. Es gibt Modelle, die du nur über die Motorradbatterie beheizt oder eben über die Jacke beheizt, weil, will ich das dann mal zeigen, du hast hier auch in der Jacke ein Kabel, das beim Ärmel rausgeht und das schließt auch einfach an den Handschuh an und dann ist der Handschuh auch beheizt über die Motorradbatterie. Also das ist die vielleicht einfachste Möglichkeit, die zu betreiben. Da brauchst du nicht die Variante mit den zusätzlichen Akkus. Ich habe mir aber gedacht, ich werde nicht immer mit dieser beheizbaren Jacke unterwegs sein und will aber sehr wohl auch die Heizhandschuhe nützen und deswegen habe ich mir das Modell genommen, das G701 mit dem Akku, den man da reingeben kann. Und das Ganze schaut dann so aus. Da habe ich hier einen Zip, gebe hier den Akku rein und in dem Moment, wo ich ihn anschließe, leuchtet wieder zur Kontrolle, ähnlich wie bei der Jacke, ganz kurz das Licht hier auf, dann weiß ich, das funktioniert. Und wenn ich länger drauf drücke, schalte ich das Ganze ein, ist jetzt auf der wärmsten Stufe und da gibt es dann auch wieder drei verschiedene Stufen, also Low, Medium und High. Und da muss ich sagen, wenn es richtig kalt wird, ist es schon am gescheitersten, man nimmt die höchste Heizstufe. Der Handschuh ist von der Qualität wunderbar, sollte natürlich bei dem Preis auch sein. Die Links zu den Artikeln zu Kais, die schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Der besteht aus einer vierlagigen Konstruktion und zwar außen eine CE-geprüfte Schutzschicht, dann eine wasserdichte Membran, dann kommt eine Isolierungsschicht und innen dann noch das Heizsystem. Wenn es mich jetzt fragt, was ist gescheiter, ein Heizhandschuh oder Heizgriffe,
Das kann man jetzt nicht so ganz genau sagen. Ich finde den Heizhandschuh fast effektiver. Warum? Weil beim Heizgriff habe ich nur die Innenfläche der Hand gewärmt und beim Heizhandschuh habe ich Innen und Außen gewärmt. Ich finde, bei alles, was unter 0 Grad ist oder ab 2, 3 Grad, ist idealerweise beides. Hast du idealerweise Griffheizung und beheizbare Handschuhe. Nichts ist unangenehmer, als wenn es da so richtig in den Fingern friert und wenn es bei Minusgraden unterwegs bist, dann ist das oft nicht zu verhindern. Was ich beim Handschuh festgestellt habe, es ist wirklich sehr, sehr angenehm, die Beheizung, weil es rundherum ist. Das Einzige bei eben 0 Grad, minus 1, minus 2 Grad, ist ganz leicht im Daumenspitzel kalt worden. Das wirst du nie verhindern können. Aber alles in allem ist das Heizsystem richtig effektiv, taugt mir das sehr. Und was auch noch eine gute Geschichte ist, du hast bei den Fingern ein Touchscreen, das heißt, du kannst das Handy bedienen, ohne dass die Handschuhe ausziehen muss. Das ist gerade bei der Kälte auch nicht unwesentlich. Also das funktioniert schon richtig gut. Und es ist ein vollwertiger, guter, wasserdichter Motorradhandschuh, den du auch ohne Heizsystem jederzeit verwenden kannst in der kühleren Jahreszeit. Du hast Knöchelschutz, du hast hier so einen Aufprallschutz. Also das ist wirklich ein gut gemachter Handschuh. Um ihn mit dem Akku zu verbinden, brauchst du so ein Zwischenstückel, brauchst dann so einen Adapter, aber die Akkus brauchst du nicht extra, um ihn zu betreiben. Du kannst ihn, wie gesagt, auch über die Jacke, wenn du die Heizjacke hast, betreiben. Im Lieferumfang ist auch so ein Kabel dabei, dass du dir in die Jacke einfädeln kannst. Das heißt, wo dann ein Verbindungskabel praktisch zu den Handschuhen geht, dass du in deine Jacke einfädelst und dann zum Beispiel an dem Akku anschließt. Das funktioniert auch recht gut, habe ich auch ausprobiert. Die nächste Möglichkeit ist, dass du dieses Kabel, das du in deine normale Jacke einfädelst, dann auch an die Batterie anschließt. Das ist alles im Lieferumfang dabei. Es ist also ein Batteriekabel dabei mit Sicherungen, wo du je nachdem, was du alles angeschlossen hast, verschiedene Sicherungen verwenden kannst. Und daneben auch dieses Kabel, das du in deiner Jacke drinnen durchziehst und zu den Handschuhen hinleitest. Und die einfachste Methode ist natürlich, wenn du eine Heizjacke auch hast, dass du das ganz einfach an die Jacke anschließt und alles mit einem Ding speist. Wie lange halten die Akkus? Ich würde sagen, in der vollen Stufe ungefähr 2 Stunden, mit der Powerbank ein bisschen länger. Übrigens kannst du, wenn du diese Powerbank nimmst, die auch jederzeit dann verwenden im Sommer, um dein Handy aufzuladen, um die GoPros aufzuladen und so. Also die hat dann eben auch einen USB-Anschluss, damit du die als normalen Batteriepack verwenden kannst auf der Reise. Das ist auch recht praktisch. Und praktisch ist, glaube ich, auch das Wort dafür. Wenn ihr euch jetzt bei den Handschuhen fragt, ob es gescheiter ist, die zu nehmen mit dem Akku oder ohne Akku und anschließend an die Jacke, dann würde ich sagen, wenn ihr eine beheizbare Jacke habt und den Handschuh sowieso nur in Verbindung mit dieser betreiben wollt, dann erspart euch den Akku und nehmt einen Handschuh mit da vielleicht einen bisschen kürzeren Schaft, damit es auch leichter dann unter die Jacke geht beim Verbinden. Aber wenn du, so wie ich, auch die Handschuhe hin und wieder mit anderen Jacken oder ohne der Heizjacke verwenden wollt, dann macht es schon absolut Sinn mit diesen Akkus. Es ist natürlich dann ein bisschen schwerer, der Handschuh mit dem Akku. Ihr müsst euch auch immer überlegen, wenn ihr den Akku da drinnen habt, dann müsst ihr den Schaft mehr oder weniger über eure Motorradjacke drüber bekommen. Also da braucht es dann eine Motorradjacke, die hier nicht zu breit ist. Und wenn ihr den Akku nicht habt und wenn ihr das anschließt an die Heizjacke, dann ist es natürlich gescheiter, die Motorradjacke geht drüber und dann braucht es natürlich auch eine Motorradjacke, die dementsprechend eine weite Öffnung da, ein bisschen einen weiteren Schaft an Ärmel hat, weil das natürlich dann gescheiter ist, ihr habt da die Jacke drüber. Alles in allem muss ich sagen, bin ich von der ganzen Geschichte wirklich angetan, ist es eine sehr, sehr gute Verarbeitungsqualität, also da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Ich habe natürlich die Sturzprobe nicht gemacht, aber es ist auf den exponierten Stellen verstärkt, es hat hier einen ordentlichen Schutz, es hat einen ordentlichen Knöchelschutz, ihr hört das. Das ist richtig gute Qualität vom Material her, das kann ich wirklich reinsten Gewissens empfehlen. Was ihr allerdings aufpassen müsst, wenn ihr jetzt im Winter unterwegs seid und ihr fühlt euch wohlig warm beim Fahren, lasst euch da nicht täuschen, denkt dran, es ist Winter, es ist kalt, die Fahrbahn ist kalt, es ist rutschiger als im Sommer. Nicht, dass man sich dadurch verleiten lässt, weil es einem so gut geht, weil man sich so warm fühlt, dass man da auch fahren kann wie im Sommer. Im Winter sollte man immer ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein, sollte man immer ein bisschen vorausschauender unterwegs sein, die Fahrbahn noch mehr anschauen. Also schattige Passagen sind eigentlich fast immer rutschig im Winter. Und auf das sollte man nicht vergessen, auch wenn es einem wohlig warm ist.
Aber ansonsten steht mit diesen Produkten von Kais, wo es auch noch eine beheizbare Hose gibt zum Beispiel, dem Fahrspaß überhaupt nichts mehr im Weg. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann lasst mal einen Daumen hoch da, schreibt es in den Kommentaren unten rein, was ihr von so beheizbarer Bekleidung hält. Ob sagt es nein, das bewährte Zwiebelprinzip ist mir lieber, das reicht mir aus und ich habe eh Heizgriffe, also ich brauche keine beheizbaren Handschuhe oder ich bin überhaupt ein harter Hund und fahre ohne Heizgriffe und Handschuhe, so wie ich das viele, viele Jahre gemacht habe und eigentlich immer noch mache, außer ich habe eben bei einem Testmotorrad Heizgriffe drauf oder habe jetzt dann diese Handschuhe hier bekommen. Oder ob sie sagt, hey, das ist genau das, was ich gesucht habe, also eine Heizbekleidung ist wirklich interessant, das schaue ich mir auch näher an. Oder vielleicht habt ihr sogar schon so eine Heizbekleidung in Verwendung und selbst schon Erfahrungen gemacht. Schreibt es unten rein, würde mich wirklich interessieren. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ganz, ganz wichtig, hört es mir noch auf die Mail. Abonniert den Kanal, es kostet nichts und den Wolf freut's. Ja, abonniert nicht nur den Kanal, sondern aktiviert auch die Glocke, damit Videos wie dieses in Zukunft nimmer mehr versäumt. Ja, und bevor ich es vergesse, weil ich es schon vorher auch angezogen habe, diese Dinge wie T-Shirts und Jacken und Hoodies und Sweatshirts, das kriegt ihr alles bei mir im Bike & Tour Shop. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Ihr unterstützt damit den Kanal. Ihr könnt es nach außen hin zeigen, dass euch Bike & Tour taugt. Und das ist nebenbei eine super Qualität und ich finde auch recht lässige Sachen. Also mich würde es auch freuen.